Bushido auf jeden Fall abnormaler Künstler. 1000 Meilen, ich bin gespannt. Let's do it. Jawohl, es wird deep, oder? Geil. Es wird deep, geil. 15 Jahre Rap, ich weiß, der Weg ist bestimmt, gibt dem Leben einen Sinn. Doch es gibt Zeiten, da segelst du einfach gegen den Wind. Wenn der Glaube bricht und all das ganze Beten nichts bringt, doch die Läuterung setzt ein, wenn es zu regnen beginnt. Okay, finde ich gut. Ich hab ein bisschen ein weniger aggressiven, oder was heißt aggressiven Beat. Der Beat ist ja nicht aggressiv, aber die Drums sind aggressiv, ne? Die bumpen so rein, wie als wäre das so komplett der Synthesize-überlastende Beat, so. Überlastete Beat. Ich find's ganz gut. Mal gucken, was noch kommt. Springt doch die Läuterung, setzt ein, wenn es zu regnen beginnt. Lass keine Zeit verstreichen, ich muss einen Satz zeigen, will ich die Eins erreichen. Denn das Leben ändert sich nun mal in keiner Weise, wenn du dich hinter den anderen versteckst und deine Leiden nicht in deinem Selbst suchst. Ich muss meinen Geist befreien, viel zu viele Steine auf der weiten Reise. Aber räum ich sie beiseite, dann ergeben sie das Fundament für etwas Großes, das mir dieses Leid erleichtert. Geile Zeile, auch schön poetisch angehaucht. Bei Rapido, ich meine, ihr wisst es ja, aufmerksame Zuschauer, so, ich habe eigentlich schnell irgendwelche Lyrics im Kopf und kann sie mitrappen. So, bei Rapido ist es halt... Aufgrund seiner Takte, die er da in dieselben ballert, so andersrum anstatt dieselben, die er in den Takt ballert, ist halt ein bisschen schwerer, so dieses Double Time nachzurappen. Aber ich finde die Zeile geil zu sagen, ey, die ganzen Steine, die auf meinem Weg leben, sammle ich auf und baue darauf ein Fundament für was Großes. Ist geil poetisch, kennt man aber auch schon, trotzdem hier schön. Ich finde nur, der Beat klingt eigentlich so ein bisschen so mir zu fröhlich fast schon. Aber räum ich sie beiseite, dann ergeben sie das Fundament für etwas Großes, das mir dieses Leid erleichtert. Jeder Satz ist ein Sieg, gib mir nur ein Blatt und ich mach das zu Musik. Und ich schreibe mir die Lasten von der Seele, jeder Track ist für mich mehr als nur paar Zeilen auf einem passenden Beat. 15 Jahre... Geil. Das fand ich richtig geil. Mir dieses Leid erleichtert. Jeder Satz ist ein Sieg, gib mir nur ein Blatt und ich mach das zu Musik. Und ich schreibe mir die Lasten von der Seele, jeder Track ist für mich mehr als nur paar Zeilen auf einem passenden Beat. Geiles A-A-B-A-B, unterbrochener Haufen rein. Dabba-da-dabba-dabba. Machst du Musik? Dabba-dabba-dabba-dabba. Ich mach das zu Musik und ich schreibe mir die Lasten von der Seele. Jeder Track ist für mich mehr als nur ein paar Zeilen auf einem passenden. Ich will das jetzt mitrappen. Nur ein Blatt und ich mach das zu Musik und ich schreibe mir die Lasten von der Seele. Jeder Track. Und ich schreibe mir die Lasten von der Seele. Jeder Satz ist ein Sieg. Gib mir nur ein Blatt und ich mach das zu Musik und ich schreibe mir die Lasten von der Seele. Jeder Track ist für mich mehr als nur ein paar Zeilen auf einem passenden Beat. Und ich schreibe mir die Seile von der Seele. Jeder Track ist für mich nur als ein paar Zeilen auf dem passenden Beat. Naja, fast. 15 Jahre Rap, 15 Jahre Track, niemals daran denke, damit abzuschließen. Denn im Endeffekt hab ich damit die Möglichkeit gefunden, durch die Reime, die ich schreibe, meinen Hass zu lieben. Ja, auch geil. Er rappt auch seit 15 Jahren, Digga, ich auch. Yes, ja, krass. Meinen Hass zu lieben, meinen Hass zu lieben. Jetzt kommt bestimmt wieder eine mega krasse Rapido-Hook. Also Hooks ist wirklich zu krass. Und sie versuchen in mein Werk zu fuschen. Legen mir Steine in den Weg, aber ich hab keine Angst. Komm und gib mir doch noch mehr zum Pushen. Meinen Hass zu lieben. Meinen Hass zu lieben, meinen Hass zu lieben, meinen Hass zu lieben, meinen Hass zu lieben. Wenn nicht die Worte zu fallen, ja dann steh auf und kämpf. Der Morgen ist nicht weit, ein neuer Tag, ein neues Spiel. So viel verloren gegangene Zeit. Ey, Real Talk? Kann das sein, dass das in der Pfalz gedreht ist? Das sieht aus, ich meine, das ist ja wie bei meinem Survivor-Track, Digga. Von außen nicht einfach zu sehen. Sagen sie, dass du zum Scheitern bestimmt bist, dann überschreite das Limit. 15 Jahre Rap, ich weiß das Ziel. Okay, Hook, ich sag ganz ehrlich, ne? Ich finde den Track nicht so krass. Ich finde Rapido, sage ich jedes Mal, wenn ich über Rapido-Analysen mache oder es irgendwie zu der Thematik Rapido kommt, sage ich jedes Mal, Digga, der ist zu krass. Rapido ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Ne? Auch individuell und so. Ne? Was ich bei ihm halt so manchmal das Gefühl habe, ist, dass er noch nicht so ganz irgendwie seinen Style gefunden hat. Also er hat natürlich ganz klar dieses schreddernde Double-Time-Messias-Ding, was auch geil ist, was funktioniert, was die Leute wollen, aber dann der Track, das ist so, ich finde, das ist kein Rapido-Track irgendwie, wisst ihr, wie ich meine? Und das ist gar nicht böse gemeint, ich finde auch, dass der
Flow, ne, natürlich irgendwie gut ist und Point und so, das ist ein gelungener Track ist, steht so außer Frage. Aber für mich ist der Track jetzt nicht so dieser Track, zu dem man eine Videoauskopplung macht. Das ist so, also es ist für mich nicht auf diesem Rapido-Niveau irgendwie. Und ich sag euch, da habe ich schon auch oft gesagt, dieses Kelly Cuoco oder wie die auch immer heißt, die Penny von Big Bang halt, ne? Dieser Track, Digga, das ist für mich ein Hit. Das ist so ein Hit so und das ist natürlich auch so absolut kein Rapido-Track, aber es hat komplett reingewummt. Come with me. Egal. Ja, aber das finde ich jetzt so auch von, ich meine, dieser langsame Flow wird so, ich will nicht sagen öde, das klingt voll nach Disrespect und sonst was so, aber es ist mir irgendwie ein bisschen zu lahm und wenn es lahm ist, müssten meiner Meinung nach wenigstens krasse Zeilen so, die so boom, die einfach für sich stehen, so bam, die ein Standing haben so und das fehlt mir hier leider auch. Bist, dann überschreite das Limit. 15 Jahre Rap, ich weiß, das Ziel ist bestimmt. Ich verliebte mich blind, denn man gab mir diese Stimme aus nem tieferen Sinn. Gott ist groß und hilft dir, wenn dein erster Spielzug beginnt. Es gibt nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen. Deine Träume. Okay, das ist jetzt schon die zweite oder dritte poetisch angehauchte Zeile, finde ich ganz gut. Es gibt viel zu verlieren, noch mehr zu gewinnen. Finde ich ganz gut. Was sagt ihr dann hier so? Was haltet ihr denn von dem Track? Sagt doch mal, was ihr dazu findet. Interessiert mich so. Wenn man hier schon geht, ganz gut, findet den jetzt nicht so. Das Lied ist einfach nur heftig. Geiler Track. Ja, Schrott. Stinkstiefel, Digga. Schrott. Ja, Schrott ist halt komplett. Also, Schrott ist es auf null. Es ist auf jeden Fall geil. Ich meine, es ist halt nur so als Konsument, der im besten Fall keine Musik macht, der einfach sich nur bedient und nur konsumiert und einfach nur alles serviert bekommt, so von Leuten, die Musik machen. Der hat natürlich überhaupt keine Wahrnehmung. Also, natürlich, ich weiß, du meinst es jetzt nicht richtig als Schrott, so, aber das ist schon arg respektlos zu sagen, das ist Schrott. Was, Herr Kuchen? Ist Herr Kuchen hier drin? Herr zu dem Kuchen? Herr Krassige. Ey, Digga, hör doch mal auf, du weißt doch, das ist so ein Mongo, der Typ, ohne Spaß, Alter, ne? Digga, wenn du jetzt weiter hier Beleidigungen in den Chat schreibst, ja, dann zeig ich gleich die Voicemails, die wir uns machen, und dann zeige ich den Leuten, was... 1, 2, 3, 4, okay, danke für den Sub, Digga. Dann zeige ich den Leuten, was du eigentlich für ein lieber, anständiger, gebildeter, intellektueller, nahezu unterwürfiger Typ bist, Alter. Du weißt doch, oder an, alternativ... Ist der Mo gerade am Start? Oder der Mo hat dein Account für den Knack? Subbt alle rein, Freunde! Yes, yo! Es gibt nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen. Deine Träume, sie erfüllen sich, wenn du merkst, dass du eigentlich viel mehr als der Wert deiner Hülle bist. Und in wirklich schweren Zeiten brauchst du deine Freunde, denn sie geben dir auf jeden Fall den nötigen Rückenwind. Alleine zu gehen ist schwer, das hab ich im Leben gelernt. Aber ich passe auf vor den Menschen mit fehlendem Herz. Viel zu viele von denen sind nur am Hype interessiert. Und ich weiß, mit der Zeit werden sie scheiße zu dir. Bin in einem kleinen Kreis, wo ich weiß, alle... Hier fängt er jetzt an, mal ein bisschen zu flexen, finde ich geil, bietet sich natürlich bei so einem langsamen Beat auch viel mehr an, habe ich ja schon oft gesagt, dass du auf langsamen Beats halt viel mehr Rhythmus-Pattern in deinem Takt geht, der frei hast, um irgendwie irgendwo die Silben zu platzieren, ist natürlich auch das Schwere daran, umso geiler finde ich es halt, dass er sich dann jetzt ranwagt und auch endlich mal flext und float und so, das, was man eigentlich erwartet so von ihm, ne, Rapido ist auch so, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, so beim JBB und so, dachte man direkt, boah, das ist ein richtiger Hardhitter, Darmstädter Kernassi, Alter, der sticht dich ab, wenn du den anfickst und so, ne? Und privat habe ich jetzt nicht so viel mit ihm zu tun, man schreibt sich immer mal so, das ist jetzt nicht so intensiv, aber auch da habe ich natürlich schon gemerkt, dass er komplett korrekt ist, so wirklich ein komplett korrekter Typ so. Und anhand seiner Mucke, was er so preisgibt von sich, merkt man auch, dass er... Naja, schon sein Struggle und sein Hustle und so in Texte legt und das damit verarbeitet. Und das finde ich auch schon ziemlich geil. Rückenwind, alleine zu gehen ist schwer, das hab ich im Leben gelernt. Aber ich passe auf vor den Menschen mit fehlendem Herz. Viel zu viele von denen sind nur am Hype interessiert. Und ich weiß, mit der Zeit werden sie scheiße zu dir. Bin in einem kleinen Kreis, wo ich weiß, alle bleiben. Bin in einem kleinen. Oh, das ist schwer. Bin in einem kleinen Kreis. Ist alles drauf, sind 32. jetzt hier. Ist aber, bin in einem kleinen Kreis, es klingt minimal fast nach Flowfehler, ist es aber, glaube ich, gar nicht. Von denen sind nur am Hype interessiert und ich weiß, mit der Zeit werden sie scheiße zu dir. Bin in einem kleinen Kreis, wo
ich weiß, alle bleiben gleich, auch wenn's heißt, dieser Weg nicht leicht, bleiben sie real. Es ist 2019, hat sich nichts geändert, nur die Sicht auf die Dinge, die für mich einen Wert hat. Ich hab nie an mir gezweifelt, deshalb steh ich noch. Er zu dem Arkel keinen Redestopp. Jetzt float er richtig gut, zweite Part vom Flow her 100 mal besser als der erste. Die für mich einen Wert hat, ich hab nie an mir gezweifelt, deshalb steh ich noch. Er zu dem Arkel keinen Redestopp. Hater wollen nicht verstehen, aber sehen es doch. Ich bin fresher als die Luft, wenn draußen Regen tropft. Kein Berg zu. Ich bin fresher als die Luft, wenn draußen Regen tropft. Hoch kein Weg zu weit. Ich punch durch die Stratosphäre in Richtung Unendlichkeit. Denn ich greif nur noch nach den Sternen. Ich bin mir sicher, dass es hier kein Limit gibt. Wichtig ist nur, glaube mehr an dich als an das hin. Denn durch die Worte zu fallen, ja, dann steh auf und kämpf. Der Morgen ist nicht weit. Ich bleib aber trotzdem dabei. Die Hook ist gut. Sie ist auch musikalisch, ist auch gut aufgenommen, gut produziert und so. Aber es ist für mich irgendwie nicht rapido. Der Morgen ist nicht weit. Ein neuer Tag, ein neues Spiel. So viel verloren gegangene Zeit. Tausende Meilen der Weg. Doch von außen nicht einfach zu sehen. Sagen sie, dass du zum Scheitern bestimmt bist. Dann überschreite das Limit. Schöne Aussage, schön in Reim gepackt, auch wieder ziemlich poetisch. Dann bestimmt bist, dann überschreite das Limit. Rapido!